Herzlich willkommen bei Konradin Industrie TV hier auf der SBS IPC Drive. Neben mir steht Oliver Winzenried, Vorstand und Gründer von Vibu Systems. Vibu Systems ist natürlich auch wieder mit dabei auf der Messe. Welche Neuheiten oder Produkte zeigen Sie dieses Jahr? Ja, ich würde sagen, wir haben drei wesentliche Dinge dieses Jahr auf der Messe. Das ist einmal zum IP- und Know-how-Schutz ein Plugin für das TIA-Portal von Siemens, wo der Siemens-Kunde sein Know-how schützen kann. Der zweite Punkt ist Lizenzierung, also Definition von Funktionen, die der Kunde nutzen kann, aus der Cloud, eine rein cloudbasierte Lösung. Und der dritte Punkt, weil Hardware immer noch ein sehr wichtiger Teil ist, als Secure Element, als Vertrauensanker, wir haben eine industrietaugliche neue Hardware als USB-Stick, nennt sich CM-Stick BMI, der mit sehr hochwertigem, kostengünstigen Pseudo-SLC-Flash-Speicher ausgestattet ist zum Speichern von Massendaten und eben unseren Security-Controller, unseren Smartcard-Chip hat für die Protection, Licensing und Security-Funktionen. Bei Vibu Systems gibt es das Schlagwort von der 4D-Integration. Was verstehen Sie darunter? Ja, das sind vier Dimensionen unserer Protection, Licensing und Security-Technologie. Die erste ist, dass wir die sogenannten Lizenzcontainer, in denen wir die Berechtigungen und kryptografischen Schlüssel speichern, in vielen verschiedenen Ausführungen haben. Einmal in unserer eigenen Hardware mit Smartcard-Chips, aber auch rein softwarebasiert zur Bindung an ein Secure Element, das schon in einem System ist, was zum Beispiel ein TPM-Chip, also so ein Trusted Platform Module sein kann, oder auch Intel SGX oder TrustZone-Technologien unterstützt, um das sicherer zu machen. Die zweite Dimension ist, dass wir unsere Technologie auf nahezu allen Systemen einsetzen können. Von kleinen Mikrocontroller-basierten Systemen über größere Embedded-Systeme, speicherprogrammierbare Steuerungen, PCs bis zur Cloud. Das, was wir als dritte Dimension bezeichnen, ist dann die breite Unterstützung von Betriebssystemen, also angefangen bei Windows natürlich, aber auch Linux, Embedded Linux, Realtime Operating Systeme wie QNX oder VxWorks, die unterstützt werden, und das mit Intel x86 Prozessortechnologie, mit ARM-basierter Prozessortechnologie oder auch für PowerPC. Und die vierte und letzte Dimension ist die Geschäftsprozessintegration. Es ist ganz wichtig heute, wenn mehr und mehr Funktionalität in Software steckt, dass man dieses Ausrollen der Berechtigungen automatisiert im Geschäftsprozess hat. Und da haben wir eben die License Central, die sich an ERP-Systeme wie in SAP oder an E-Commerce-Plattformen sehr einfach anbinden lässt. Wenn wir mal einen kurzen Ausblick aufs kommende Jahr werfen, wohin wird sich der Markt Ihrer Meinung nach entwickeln? Ja, wir sind sehr optimistisch. Also die Digitalisierung ist ein Treiber für uns. Die zunehmende Vernetzung, die wir überall sehen, führt dazu, dass Security eigentlich ein Muss ist. Auch die Awareness ist entsprechend gestiegen. Und das zweite Thema, dass man eben flexibel entscheiden kann, was der Kunde wie nutzen kann, wie er dafür bezahlt, also die neuen Geschäftsmodelle, das ist dann die Kür. Und wenn man mit einem System sowohl die Security als auch diese Geschäftsmodelle umsetzen kann, dann rechnet es sich auch sofort. Digitalisierung haben Sie angesprochen. Es wird natürlich klar schon seit einiger Zeit stark diskutiert. Es gibt auch Forschungsprojekte in diesem Bereich, an denen auch Vibu Systems beteiligt ist. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Da kann ich vielleicht mal drei Projekte kurz erwähnen. Ein großes, das nannte sich Juno, das ist jetzt im Ende September diesen Jahres ausgelaufen. 14 Unternehmen, 7 Forschungseinrichtungen vom BMBF gefördert mit einem sehr großen Volumen. In dem Forschungsprojekt haben wir einmal einen Technologiedatenmarktplatz umgesetzt, in dem Anwendungsbeispiel der Firma Trumpf. Technologiedaten sind zum Beispiel Einstellungsdaten für Laserschneidemaschinen oder 3D-Druckdaten für 3D-Drucker. Oder, und da haben wir hier auf der SBS IPC Drive am Messestand einen Demonstrator, Cocktailrezepte für eine Cocktailmixmaschine, die genauso IP-geschützt werden und dann bis zur Maschine geschützt übertragen werden. Die Maschine bekommt die Lizenz, einen Cocktail zu mixen, und dann kann der Cocktail hergestellt werden und der Erfinder oder Ersteller von dem Cocktailrezept kriegt seinen Obolus, der Marktplatz natürlich und der Maschinenbetreiber. Also das sind so Ergebnisse aus dem Juno-Forschungsprojekt. Wir haben da auch einen Use Case mit sicheren RFID-Tag-Daten gemacht. Wir sind aber auch noch in anderen Projekten. Alessio ist ein Projekt, das beschäftigt sich mit erneuerbarer Security. Ganz wichtig, weil Maschinen, die werden 20 Jahre lang in der Fertigung eingesetzt häufig. Aber wenn Sie heute Security entwerfen und einbauen, dann kann die keine 20 Jahre State of the Art oder sicher sein. Das heißt, man muss von vornherein diese Erneuerung oder diese Aktualisierung der Security-Mechanismen vorbereiten. Ja. Ein drittes Projekt noch, Silisys. Da beschäftigen wir uns statt mit dem Schutz von Software und Daten, beschäftigen wir uns mit dem Schutz von FPGA-Konfigurationsdaten.
auch ein sehr wichtiges Zukunftsfeld. Heute noch vom Produkt ein Stückchen entfernt, aber dafür ist es ja Forschung und nicht Produktentwicklung. So sieht's aus. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche noch eine erfolgreiche Messe. Dankeschön. Danke. Danke.